Michael, ich freue mich sehr, dass ich dich wieder auf unserem YouTube-Kanal begrüßen darf und ich freue mich vor allem, dass wir heute dein neuestes Buch hier vorstellen dürfen. Ich hoffe, du hast es irgendwo greifbar, um es den Zuschauern auch mal vorzustellen. Ja, das ist es. Deutschlands Börsenbuch kann ich jedem nur empfehlen, nicht nur Anfängern, sondern auch Fortgeschrittenen. Denn die Fehler, die an der Börse gemacht werden, sind eigentlich immer die gleichen. Viele Leute zocken rum oder fallen auf irgendwelche Billigbroker-Angebote hinein und dann ist das Geld schnell weg. Ich glaube, die meisten Leute machen eben einen Fehler, die jetzt neu dazukommen an die Börse. Und das sind wohl Hunderttausende und weltweit sogar Millionen. Also die Broker klagen über Überlastung. Diese neuen Menschen glauben alle, dass man an der Börse innerhalb von kürzester Zeit in 3, 4 Tagen, in einer Woche 20, 50, 100% machen kann. Und sie sehen nicht, dass das Geld dann meistens, ja, genauso schnell wieder weg ist. An der Börse macht man langfristig viel Geld. Man macht langfristig ein Vermögen. Dazu braucht man besondere Strategien, besondere Vorsichtsmaßnahmen. Das ist auch gar nicht schwer. Ich erkläre das in diesem Buch. Aber wenn man diesen GameStop-Aktien hinterherrennt und diesen Penny-Stocks und was jetzt alles noch so in Mode gekommen ist, dann ist das Geld schneller weg, als man denkt. Und diese Anfängerfehler, die viele machen, davor will ich die Menschen bewahren und sie führen an die Börse mit einer vernünftigen Gewinnstrategie. Denn auf lange Sicht kann man an der Börse tatsächlich nur gewinnen, weil die Börse ja auch sozusagen ein Barometer des Gelddruckens der Notenbanken sind. Also mit anderen Worten oder einfach ausgedrückt, je mehr Geld gedruckt wird, desto höher müssen am Ende auch die Preise für Assets steigen. Und dazu gehört ja auch die Börse. Und wir sind jetzt gerade auch in einer besonderen Situation, vielleicht auch in der Endphase unseres Geldsystems. Da sprechen die Menschen oder die Experten von einem sogenannten Crack-Up-Boom. Das bedeutet also, dass das viele Geld, das jetzt gedruckt wird und in die Welt fließt, tatsächlich im großen Teil eben auch in die Asset-Klassen fließt. Und wenn man jetzt Angst hat vor Geldentwertung und diese Befürchtung könnte ja durchaus berechtigt sein, geht man eben in Aktien oder auch in andere Vermögenswerte, auch in Gold und so weiter. Nur muss man das natürlich richtig anstellen, damit man am Ende nicht der Verlierer ist. Ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, das ganzheitliche Bild zu sehen. Nicht nur Edelmetalle oder nicht nur Immobilien, sondern eben auch Aktien spielen eine wichtige Rolle, vor allem bei der Vermögensmehrung. Und jetzt ist es nun mal so, ich habe mit dem einen oder anderen Kunden in den letzten Wochen auch drüber gesprochen. Viele versuchen sich irgendwelche Accounts bei den Brokern zu öffnen. Einer hat bei Interactive Brokers über 2 Wochen gebraucht, bis er Rückmeldung bekommen hat. Die sind alle maßlos überfordert. Glaubst du nicht, dass dieser Hype, diese Welle, die jeder möchte jetzt mitzocken an der Börse, so ein bisschen an den neuen Markt erinnert und so ein bisschen an diesen Trend, dass jetzt jeder schnell reich werden kann und dass das vielleicht sogar eine große Gefahr darstellt? Oder denkst du, hier sind wir noch ein Stück weit weg? Wie siehst du das? Wir bewegen uns in jedem Fall in diese Richtung, wenn ich sehe, was für Aktien hier durchs Dorf getrieben werden. Denn es ist ja nicht nur GameStop, es sind ja auch viele kleine andere Werte, die nach oben manipuliert werden. Ich kann den Leuten nur zurufen, also so macht ihr kein Geld. Und diese Geschichte, dass also, wie man es im Spiegel lesen konnte und im Mainstream, dass jetzt hier quasi die Vorstadt, die Kleinen, die Revolution an der Börse starten und irgendwelche Hedgefonds abzocken, da kann ich ja sagen, also es wird genau andersrum laufen. Passt auf. Und die Tipps stehen eben auch in diesem Buch, wie man richtig vorgeht. Hier werdet ihr abgezockt. Die Hedgefonds haben hier das letzte Wort. Es ist lächerlich zu behaupten, dass hier so eine Community irgendwelche Hedgefonds zu Fall bringt. Ich habe selbst diese Diskussion gehabt mit vielen Neueinsteigern, junge Leute, die jetzt bei Robinhood oder irgendwo anders bei irgendeinem Broker schnell noch ein Depot aufgemacht haben und mir erklären wollen, als sie ihre GameStop bei 350 oder 300 € gekauft haben, dass sie jetzt den Kampf an der Wall Street machen wollen, dass man diese Aktie auf keinen Fall verkaufen darf. Jetzt ist das Ding bei 40 oder 50 €, wird wahrscheinlich noch tiefer gehen. Es ist wirklich schade, denn wenn diese Menschen dann Geld verlieren mit ihren Zockereien, dann verlieren sie natürlich auch die Lust am Investieren und das Interesse daran, langfristig ein Vermögen aufzubauen. Man braucht an der Börse natürlich eine gewisse Zeit und man braucht auch eine richtige Strategie. Und eigentlich ist es auch keine Zauberei, das kann jeder lernen, da muss man jetzt nicht unbedingt Volkswirtschaft oder sonst irgendwas studiert haben. Ich sage immer, man braucht nur das kleine Einmaleins und den gesunden Menschenverstand. Und man muss aufpassen, dass man die typischen Anfängerfehler nicht macht. Und dazu habe ich eben auch dieses Buch geschrieben.
Super. Wir werden das Buch auch mal unter dem Video verlinken für all diejenigen, die es bestellen möchten. Ich glaube, bei Amazon gibt es auch andere Wege und Quellen, wo man das Buch erwerben kann, oder wo würdest du es den Zuschauern empfehlen? Also es ist Selbstverlag, es gibt es nur bei Amazon und auch als Kindle natürlich. Ich habe sehr viel Herzblut reinfließen lassen. Die neuesten Entwicklungen sind auch mit dabei. Es ist erst zur Jahreswende 2021 fertiggestellt worden, ist also brandaktuell eigentlich und zeigt eben in teils humoristisch, anekdotisch dargestellten Kapiteln, wie Börse funktioniert und wie man dort Gewinne macht, wie man dort reich werden kann. Ja, das funktioniert. Es funktioniert nicht mit irgendwelchen Zockereien, sondern es funktioniert mit vernünftigen, nachhaltigen Strategien. Und dann kann man an der Börse eigentlich nur gewinnen. Also ich erinnere nochmal daran, dass es zwar Crashs gibt und ich habe auch bei zum Thema Crash dem ein besonderes Kapitel gewidmet, was man dann macht, wie man nicht in Panik gerät und wie man dann dort einkauft, sinnvoll einsteigt. Denn wenn wir uns Börsenstände angucken, DAX oder auch Dow Jones und so weiter, dann muss man sagen, dass trotz aller Crashs und trotz aller Einbrüche am Ende dann doch immer wieder neue Rekorde erzielt worden sind, sodass man also auch bei einem Crash gar keine Angst haben muss und dort sicherlich gut und in die richtigen Aktien einsteigt. Und wie man solche Strategien entwickelt, in welche Aktien man jetzt reingehen könnte, wenn es wieder mal eine Korrektur gibt oder auch wie man in so steigenden Phasen ein Vermögen aufbaut, das alles zeige ich in diesem Buch. Super. Jetzt hast du auch vorhin angesprochen, dass du unser Themengebiet sozusagen in deinem Buch auch ein Thema gewidmet hast, und zwar das Thema Gold. Ich habe natürlich schon mal ein Stück weit reingeblättert und du schreibst an einer Stelle, dass zu Zeiten der Golden Boys sehr viel spekulative Geschäfte an Märkten gemacht wurde. Jetzt ist heute, wie du schon erwähnt hast, jeder mit den Billigbrokern mit dem Handy unterwegs und kann ganz schnell auch in der S-Bahn nochmal schnell ein paar Aktien kaufen oder verkaufen. Was hat sich für dich hier verändert, so vom Markt, wie du ihn noch kennengelernt hast in den 90ern oder späten 90ern vielleicht, und heute? Also ich darf daran erinnern, dass es auch damals schon Internet gab und dort auch die ersten Billigbroker und so weiter an den Start gegangen sind. Heute ist es natürlich alles noch viel einfacher geworden mit Handy und so weiter. Aber ich kann die Leute nur warnen, also je einfacher es ist, eine Aktie zu kaufen, so je schneller der Finger am Abzug ist, ja, desto mehr Fehler macht man auch. Es kann nicht schaden, sich mal hinzusetzen und zu überlegen, warum kaufe ich eine bestimmte Aktie und damit auch ein bestimmtes Unternehmen, oder renne ich nur blind irgendwelchen Trends, irgendwelchen Tipps von Freunden hinterher. Da sind wir also jetzt gerade wieder bei dem Thema Billigbroker. Und ich sage euch eins, und viele Leute, die hier vielleicht neu am Markt sind, werden es nicht richtig verstehen. Viele dieser Broker leiten die Order, die ihr gebt, gar nicht an die Börse weiter, sondern die Profis wissen genau, dass sich die Kleinen irgendwie da verzocken und verdaddeln und simulieren ihnen nur den Kurs. Die dürfen dann traden und hin und her machen, aber die Profis wissen natürlich genau, dass die Anfänger am Ende leer ausgehen werden und Verluste machen werden. Darauf beruht auch das Geschäftsmodell von vielen Brokern. Ich weiß persönlich, dass was die Kleinanleger einzahlen, in der Regel gleich als Gewinn verbuchen, weil es so eine Frage der Zeit ist, bis sich dieser Kleinanleger da irgendwie verdaddert hat und das Geld weg ist. Und sie geben da noch ein Turbo dazu, indem sie den Leuten anbieten, du kannst $100 oder 100 Euro einzahlen und du darfst aber mit 1.000 Euro spekulieren. Also das ist ja nichts anderes als Spekulation auf Kredit. Und das finden die neuen Jungs natürlich ganz, ganz toll und merken dann nicht, wenn sie einmal einen falschen Trade haben, dass dann das ganze Geld gleich weg ist. Und nochmal zum Thema GameStop und Robinhood. Das sollte ja angeblich die Revolution an der Wall Street anzetteln. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich habe den Eindruck, dass Robinhood von Hedgefonds gegründet ist. Auch dort ist es offenbar so, dass die Trades gar nicht an die Börse weitergeleitet worden sind, sondern dass die quasi nur simuliert worden sind und dass die Order dann an einen Hedgefonds gegangen ist. Also der Junge, den ich erkenne, der seine GameStop bei 350 gekauft
hat ihm irgendein Hedgefonds leer verkauft und der sitzt jetzt auf den Gewinnen. Und hinzu kommt auch noch, das ist ganz wichtig, auch gerade für Neueinsteiger, dass gerade bei den Preiswert- und Billigbrokern, also bei diesen Billigbrokern bei heißen Zeiten zum Beispiel, oft sind sie oft überlastet, da kann man gar nichts machen. Und man hat ja auch gehört von, also man kommt gar nicht ins System rein, man könnte also gar nicht kaufen oder verkaufen, das muss man wissen. Also bei Robinhood war es ja so, dass wichtige Aktien, in denen die meisten drin waren, haben sie einfach einen Handelsstopp eingeführt. Handel ausgesetzt, ja. Nicht traden. Also man willst du bei so einem Broker sein, der dir vorschreibt... Alleine der Name würde mich schon abschrecken, wenn man es den Reichen nehmen möchte, um es den Armen zu geben, aber den Armen gibt, die damit reich werden wollen, das ist doch irgendwo paradox. Also der Name Robinhood ist mir schon im ersten Moment aufgestoßen und ich persönlich kann dir da nur beisteuern. Jetzt hat aber ein ganz namhafter Mann, ein Elon Musk, was von sich gegeben und was gemacht, was ganz verrückt war. Der hat 1,5 Milliarden von seinem Tesla-Vermögen in den Bitcoin gesteckt und hat es dann auch bekannt gegeben. Und es gab diesen SEC-Bericht, in dem man nachlesen konnte, dass Tesla bis zu 8% der Cashbestände nun in alternative Anlagen investieren will. Unter anderem auch in Gold. Und könnte sowas einen Trend auslösen, dass vielleicht die Tech-Konzerne ein Stück weit diesem Elon Musk-Weg folgen? Oder wie würdest du das beurteilen? Also Bitcoin ist genauso wie einige Aktien am Hightech-Markt natürlich der totale Hype aktuell. Und ich kann euch sagen, also ich bin bei Bitcoin seit 100 Euro dran und so weiter, habe da schon alles erlebt. Ich finde es relativ unverantwortlich, wie Elon Musk also seine gläubige Schar in diese doch sehr hochvolatilen, hochschwankungsfreudigen Kryptowährungen lockt. Jetzt kann man bei Bitcoin natürlich sagen, okay, auf lange Zeit wird er auf 100.000 gehen, aber wird er auch, aber bis er das erreicht, wird er von den Hochs, die wir heute hatten, ich glaube, wir waren bei 47.000 Dollar, natürlich auch mal wieder auf 20.000 Dollar fallen, aber das sehen die Leute nicht. Ich halte das für höchst verantwortungslos. Er hat ja auch diesen Dogecoin empfohlen, das scheint ja wohl eine Parodie auf Krypto zu sein. Also das müsste meines Erachtens auch Folgen bei der SEC haben, weil ein Mann wie Elon Musk kann, und der ja weiß, dass er Millionen von Follower hat, kann die Leute nicht blind in irgendwelche hochspekulativen Sachen locken. Auch wenn er nicht explizit sagt, dass er das mit dem Bitcoin oder irgendwie Dogecoin kaufen soll, so ist doch das, wenn er das auf Telegram bzw. Twitter erwähnt, doch mehr oder weniger eine Einladung dazu. Und da muss man ja schon sehr verantwortungsvoll umgehen. Also ich stelle mich ja auch nicht hin und sage, kauft Aktie A, B oder C. Das macht man einfach nicht. Und da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und nochmal weiter zum Thema Bitcoin. Das macht ja auch irgendwie Spaß und das Ding ist gehypt. Aber ich kann den Leuten nur sagen, den Letzten beißen die Hunde. Also konzentriert euch doch lieber auf Dinge, über die aktuell niemand spricht oder die irgendwie im Moment nicht so gehypt sind. Dazu zählen ja nun auch mal die Edelmetalle. Gold ist ja ziemlich langweilig. Und ich kann nur sagen, wenn man also sieht, wie die Aktienmärkte gestiegen sind oder auch der Bitcoin gestiegen ist in der letzten Zeit, ich hatte damals noch, als er noch lebte, mit Professor Boker gesprochen, dem Goldexperten, der hat dann gesagt, dann müsste eigentlich, also analog zu dem, wie das ganze andere Zeug steigt, müsste der Goldpreis bei 7.000 bis 8.000 Dollar pro Unze liegen. Und das glaube ich auch. Gold und Edelmetalle ist überhaupt nicht gehypt. Da ist es ganz, ganz ruhig. Und da sollte man vielleicht da mal anfangen, eine kleine Position zu nehmen, um dann zu warten, bis die Leute und die Jungs sich alle aufs Gold stürzen. Das kann jederzeit passieren. Boker sagte mir damals, dass wir hier natürlich keine Blase haben in den Edelmetallen, dass man da ein ziemlich sicheres Investment hat und dass man bei einer Goldblase erst davon sprechen kann, wenn das Gold 100.000 Dollar pro Unze erreicht hat. Wir sehen ja, was im Moment los ist. Also aktuell werden ja gerade wieder die Cannabis-Aktien durchs Dorf getrieben und so weiter. Also irgendwie ist Börse auch immer ein hysterisches Ereignis, wo die ganze Schar der Kleinen, aber auch der Großanleger sich auf einige Sachen konzentriert und nur dieses im Blick hat und diese Sachen nach oben kauft in ziemlich schneller Zeit. Wer sagt denn, dass das nicht auch bei Edelmetallen passieren kann? Wir hatten das ja bei Silber beispielsweise, ich glaube in den 80er Jahren. Das kann jederzeit eintreten, denn Gold ist ja auch eine Kryptowährung. Gold ist sogar noch viel kryptischer
und besser als Bitcoin, ja, weil es keinen Strom braucht. Es hat viele Vorteile. Und bei Gold weiß man natürlich auch, dass es 6000 Jahre funktioniert hat. Das weiß man bei Bitcoin noch nicht, denn den gibt es ja erst seit 2009. Die Sprüche, die man ja auch als Edelmetallhändler regelmäßig dann zu hören bekommt, das lässt mich schon etwas schmunzeln. So nach dem Motto, das Zeitalter, das physische Zeitalter sei beendet, das digitale Zeitalter sei gekommen und wer noch an Gold und Silber glaubt, sei etwas verstaubt und auch etwas zurückgeblieben vielleicht. Und ich glaube, genau dieses Erwachen gab es nach dem New, also nach dem neuen Markt und die Jahrtausendwende auch 2008. Hätte keiner geglaubt, dass der Hypothekenmarkt derartig einbrechen kann. Und was jetzt passiert, ist, ich denke, auf jeden Fall in vielen Bereichen eine Blasenbildung. Diese Blase, die kann sich noch immens ausweiten, da bin ich mir auch sehr sicher. Ich möchte nur zu verstehen geben, dass in meinen Augen Sachwerte, die durch die Natur limitiert sind, ihre Daseinsberechtigung dann ausspielen, wenn eben die Inflation einsetzen. Und zumindest schätze ich das Ganze so ein. Was glaubst du oder was ist für dich der Grund, dass diese steigenden globalen Schulden den Goldpreis aktuell nicht treiben, sondern dass der Goldpreis im Keller bleibt? Glaubst du, die Kurse werden weiter manipuliert, um sie ruhig zu halten? Oder denkst du, es ist einfach so, dass das Interesse momentan eher in anderen Anlageklassen wie im Bitcoin und vielleicht auch im Aktienmarkt liegt und dass es deswegen etwas ruhiger ist im Gold- und im Silberpreis? Also ich glaube erstmal, was Edelmetalle angeht, auch insbesondere Gold, dass wir da ein bisschen gesättigt sind. Es gibt ja Kanäle wie euren und meinen und viele andere Bücher und Experten, die schon auf die Gefahren hingewiesen haben, die wir hier in unserem Geld- und Währungssystem haben. Ich denke, dass die meisten Leute, die das begriffen haben, mittlerweile auch schon sozusagen ihre Gold- und Silberbestände haben und aktuell jetzt keinen Anlass haben, noch weiter zu kaufen. Also wir sind ja auch bei dem Kurs, den wir aktuell haben, irgendwie im Niemandsland. Also es ist jetzt nicht billig. Also ich würde ja nachkaufen, wenn es auf 1.000 Euro fallen würde. Aber jetzt bei 1.600 weiß man nicht. Also es ist im Niemandsland. Und es ist natürlich auch so, dass es medial, also in den Mainstream-Medien, keine Rolle spielt und auch ganz extrem gebasht wird. Wir hatten ja so eine sehr merkwürdige ZDF-Reportage über den Markus Krall. Also das war ja wirklich hanebüchend, was sie da gebracht haben. Oder so ein Hetzartikel in der Zeit, wo sie geschrieben haben, Gold gehört verboten. Also das sind natürlich klassische Indikatoren, wo man eigentlich zulangen müsste. Diese Leute haben überhaupt keine Ahnung vom Währungssystem. Der Zeitexperte, der sprach also tatsächlich wörtlich davon, dass das Geld durch Güter gedeckt sei. Und ich hoffe, dass das einige Leute, die diesen Artikel da gelesen haben, auch begriffen haben. Also wie gesagt, also Gold ist eben aktuell etwas out. Das muss man einfach sehen. Und ich meine, es war aber auch schon mal in. Das sind halt so Phasen. Also ich meine, ich habe mein erstes Gold gekauft vor der Finanzkrise, die ich Gott sei Dank habe kommen sehen, für unter 500 Euro die Unze. Für unter 500 Euro die Sehr Unze. Sehr gut. Das habe ich jetzt immer noch. Und ich muss auch sagen, dass ich, damals hatten wir so einen richtigen Gold-Move. Das war wie heute beim Bitcoin. Da ging das da jeden Tag irgendwie, ging es nach oben. Ich weiß nicht, glaube ich, bis 2000 Dollar oder so. Ja. Und dann habe ich selbst zum Höchstkurs nochmal symbolisch, das waren damals 1350 Euro, nochmal eine Unze gekauft, weil ich es so toll fand. So, seitdem sind wir in so einer Art Schlafphase und das Geld der Anleger fließt eben irgendwo anders hin. Die holen sich da eine blutige Nase und irgendwann glaube ich, dass dann das Gold und das Silbermetall auch wieder aus seinem Dornröschen-Schlaf erwacht. Wann das sein wird, weiß man nicht, aber ich meine, neue Krisen sind programmiert, gerade jetzt mit Corona und so weiter, Weltwirtschaft, Schulden, Gelddrucken und so weiter, ist es ganz klar, dass irgendwann da alle wachgerüttelt werden und sagen, hey, was ist denn hier eigentlich los, da kaufen wir mal lieber eine Unze Gold. Aber noch ist es nicht so weit, noch gehen die Leute in Cannabis-Aktien oder in irgendwelche Penny-Stocks und so weiter, die meisten haben ja mein Buch nicht gelesen, da steht drin, was man machen muss und was man nicht machen soll und wie man mit Gewinnstrategien eben langfristig ein Vermögen macht an der Börse. Also noch ist Bitcoin in, muss man auch sagen. Also wenn ich mit jungen Leuten spreche und ich spreche Gold an, großes Gähnen. Aber wenn man sagt, ja, Bitcoin, dann kriegen sie große Augen. Aber ich meine, jeder Trend geht irgendwann mal kaputt und lass den Bitcoin jetzt noch ein bisschen steigen. Also ich würde jetzt auf diesen Höchstkursen auf keinen Fall da reingehen, auch wenn Elon Musk das gut findet.
Und dann warten wir mal ab. Also ich denke übrigens auch, dass die Börse insgesamt nicht überbewertet ist. Ja, überbewertet sind einzelne Aktien, einzelne Segmente, das, was die Reddit-Community da ständig postet, die meines Erachtens übrigens von den Hedgefonds gesteuert ist. Ja, wenn ich Hedgefonds bin und will, dass irgendwelche unerfahrene Leute Aktien zu Höchstpreisen kaufen, Pleiteaktien, dann halte ich da mal richtig ein. Diese Leute kommen sich dann als Helden vor, die kaufen diese Aktien und ich verkaufe als Hedgefonds dann diesen Leuten da oben das Zeug. Das ist doch besser als Geld drucken. Ja klar. Also diese Strategie hat natürlich weltweit für Aufsehen gesorgt, hat auch bei uns als Edelmetallhändler was bewirkt, was wir so noch nicht kannten. Und zwar seit Firmengründung, aber ich habe es auch von der Bayerischen Landesbank. In 70 Jahren der Landesbank gab es noch nie so einen Umsatztag wie den Montag vor einer Woche. Und zwar hat die Bayerische Landesbank fast 500.000 Unzen Silber an diesem Tag verkauft. Selbst wir im Onlineshop fast 90.000 Unzen Silber an einem Tag. Uns wurde wirklich schwindelig, weil wir einfach der Meinung waren, dass dieser Silver-Short-Squeeze, der angeblich von diesen Reddit-Tradern ausgerufen wurde, dann dazu führt, dass der Silbermarkt wirklich abverkauft wird. Er war vielleicht eine kleine Zündung, um wieder Aufmerksamkeit auf die Märkte zu schaffen, aber er war definitiv eben nicht von den Wall Street-Tradern ausgerufen. Und diese Fake News sorgt natürlich auch für Misstrauen in die Community. Jetzt hat Michael Burry, das vielleicht noch, um das mal anzusprechen, das war der Herr, der Gute, der im Jahr 2008 den Hypothekenmarkt geschortet hat, ja, der für den Film The Big Short verantwortlich ist, bereits im Dezember gesagt, für ihn wäre der nächste große Short, bevor er den Dollar shorten würde, Tesla. Wie siehst du das, also wenn wir mal auf Einzelwerte schauen, weil die Marke und der Kosmos ist ja extrem gehypt. Kannst du dir vorstellen, dass er mit dieser Aussage recht hat oder würdest du deinen Anlegern oder deinen Lesern den Tipp geben, solche spekulativen Ritte anzutreten oder bist du da etwas konservativ unterwegs in deinem Buch, um mal ein bisschen zu kitzeln, was die Leser erwartet? Also was die Leser erwartet, ist auf jeden Fall der Tipp, dass sie auf keinen Fall auf sinkende Kurse spekulieren können. Da gibt es ja verschiedene spekulative Varianten, wie man das machen kann. Denn also tatsächlich gilt ja, dass eine Aktie nur auf Null fallen kann, aber sie kann unendlich steigen. Gerade dann, wenn Leute sozusagen Leerverkäufe gemacht haben und auf sinkende Kurse spekulieren. Also es ist einfach wahrscheinlicher, dass eine Aktie steigt, als dass sie fällt. Selbst bei irgendwelchen schwachen Kandidaten. Insofern ist man mit einer Short-Position schon mal auf rein statistisch hat man schon mal ein paar Nachteile. Es sei denn, man weiß, dass ein Unternehmen morgen pleite geht, dann kann man natürlich Short gehen in dem Ding oder irgendwelche Optionsscheine kaufen. Aber das sollte wirklich nur die Ausnahme bleiben. Zu Tesla. Wir haben, ich bin ja auch Manager einiger erfolgreicher Wikifolios, also Börsenzertifikate. Unter anderem haben wir da Hightech Extreme und Artificial Intelligence Global, wo ich auch Tesla reingekauft habe. Aber wann habe ich Tesla gekauft? Bei 150 und nicht bei 800 oder 700, ja. Die Aktie ist ganz extrem gestiegen. Ich glaube, dass wir da sicherlich irgendwann auch eine Korrektur kriegen. Aber das macht mir nichts aus, weil ich mit dem Ding 500% im Plus bin. Und dann kann es auch ruhig mal 20-30% fallen. Ich würde jetzt eine Tesla auf diesem Niveau nicht unbedingt kaufen. Aber ich würde auch nicht darin short gehen, selbst wenn irgendeine Wall Street-Koryphäe dazu aufruft. Denn ich meine, man muss ja auch wissen, dass das Ganze manipulatives Geschwätz ist. Der Typ ist natürlich short in Tesla und spekuliert dort selbst auf sinkende Kurse. Und ich kenne viele, viele, auch große Hedgefonds persönlich, ja, die Leute, die das managen, die schon bei 100 oder 150 short in dem Teil waren und sich da die Finger verbrannt haben. Also warum sollte man das tun? Also mein Tipp an alle ist, also entweder ihr macht gar nichts oder ihr kauft eine Aktie. Aber an einen sinkenden Kurs zu spekulieren, ist immer schwierig. Statistisch werdet ihr da verlieren, egal welche Koryphäen Tesla oder sonst wie da zum Verkauf empfehlen. Und darüber hinaus muss man natürlich auch sehen, Tesla ist ja kein Unternehmen, Tesla ist eine große Show. Elon Musk hat, was weiß ich, 20, 30 Millionen Followers und die kleben ihn an die Lippen. Er ist wie ein Gott für diese Menschen. Und wenn der Typ sagt, kauft mal eine Aktie oder macht irgendwas, dann werden die das Ding auch noch hochkaufen. Ja? Ich halte auf diesem Niveau Tesla völlig überteuert. Aber wenn man an die ganzen Ideen, die dieser Elon Musk hat, glaubt,
Ja, why not? Ich meine, wenn man sie hat, muss man sie jetzt nicht unbedingt verkaufen. Insofern bin ich da jetzt neutral. Also es gibt andere Dinge, wo ich ein bisschen skeptischer bin, weil bei Tesla wird ja nicht nur der Autoverkauf bewertet, sondern die Batterietechnik, wo sie angeblich revolutionär sind. Und dieser geschickte Schachzug mit dem Bitcoin, den er da bekannt gegeben hat, ist natürlich auch, um in dieser Aktie einen neuen Modehype zu generieren, dass Tesla vielleicht jetzt auch demnächst irgendwas mit Fintechs zu tun hat und so weiter. Insofern aufpassen. Zumindest bietet Tesla den Kunden jetzt an, die Autos in Bitcoin zu kaufen, was ja den Preis auch etwas treiben dürfte. Und was noch spannend ist, auch eine spannende Zahl, die ich gestern Abend noch gelesen habe, als ich mich auf das Interview vorbereitet habe. Tesla hat in den 14 Jahren Autoverkäufen nicht so viel Gewinn gemacht, wie in 12 Stunden Bitcoin besitzt, nämlich eine halbe Milliarde. Ja? Und das muss man natürlich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn die Einnahmequellen aus anderen Geschäftsfeldern herrühren, dann ist vielleicht das die Zukunft dieses Konzerns. So, ja, meine Frage, Michael, du warst ja lange Zeit in Dubai. Jetzt sieht es bei dir mehr nach Büro in Berlin aus, wenn ich das jetzt einfach mal so einschätzen darf. Bist du wieder in Deutschland zurück oder wie siehst du die aktuelle Situation? Du wolltest ja, solange es geht, Deutschland meiden, aber nach einer gewissen Zeit musstest du, glaube ich, auch wieder zurückkommen. Was hat sich hier für dich in Deutschland getan und wie waren so die ersten Eindrücke? Also ich empfinde Deutschland als ein menschenfeindliches Absurdistan. Also gerade wenn man aus Dubai kommt, wo ja alles offen ist, wo es keine Beschränkungen gibt, Restaurants offen, Shoppingmalls offen und so weiter. Und dann kommt man hierher und hört sich das an, was Frau Merkel da von sich gibt. Da bin ich also wirklich schockiert. Noch schockierter bin ich über die Tatsache, dass das eingetreten ist, was ich immer vermutet habe, dass es gar nicht darum geht, die Inzidenzzahlen irgendwie nach unten zu bringen, sondern dass es darum geht, letzten Endes uns unter dem Vorwand der Krise irgendwie gefangen zu halten. Denn jetzt haben wir ja den Inzidenzwert von 35. Wer sagt denn, wenn wir im April dann oder im März dort sind, dass sie dann nicht einen Inzidenzwert von 0 einführen werden? Also die ganze Argumentation ist von vorne bis hinten nicht schlüssig. Es ist ein Albtraum, wie Medien darauf reagieren. Sie plappern es einfach nur nach. Jetzt haben wir ja das Problem mit den angeblich so gefährlichen Mutanten, die bis zu x-mal ansteckender sind und so weiter. Wenn Sie sagen, was Sie getan haben, und wie es auch durch die Medien, insbesondere beim Spiegel, das ist ein richtiges Scharfmacherblatt, dass das Ding jetzt 8-mal oder x-mal gefährlicher ist und sich schneller verbreitet, wie kann es denn dann sein, dass global und auch insbesondere in Deutschland die Inzidenzzahlen jetzt schon seit Wochen rapide nach unten gehen, wenn man da Lineal anlegt und ein bisschen Charttechnik dranhaut, also so wie es man an der Börse oft macht, da muss man doch sagen, hier gehen wir doch konsequenterweise mit und ohne Mutanten auf Null. Hier müssen wir auch mal ein bisschen Risiko eingehen und nicht irgendwie Menschen sämtliche Freiheiten genommen werden, wo sie physisch und psychisch kaputt gemacht werden, wo der Mittelstand vor die Hunde geht, wo irreparabler Schaden angerichtet wird. Also ich meine, wir sind in einer Situation, wo man auch mal etwas ausprobieren muss, ja? Das ist meine Meinung. Ja, es gibt Fälle, es gibt diese Krankheit. Aber in Anbetracht dessen, dass die meisten Leute das eigentlich gut überstehen und die Todes- oder Sterberate recht gering ist, kann man doch nicht ein ganzes Land oder eine ganze Welt global zugrunde richten. Ich sehe das als eine Art von Selbstzerstörungsmechanismus, der mich sehr betrübt und glaube, dass wir so schnell keine Freiheiten mehr zurückbekommen werden. Unter irgendeinem Vorwand gibt es dann immer noch Kontaktsperren, Reiseverbote oder sonst irgendwas. Und wenn es denen an der Regierung hier oben in Berlin wirklich ernst wäre, dann könnten sie ja mal nach Dubai gehen. Das ist eine Metropole, wo 4 Millionen Leute leben, die keinen Lockdown haben und wo die Inzidenzzahlen bis Ende Dezember bei 100 lagen, wo wir in Deutschland mit Lockdown eine Inzidenzzahl von fast 200 hatten. Das machen sie aber nicht. Warum machen sie das nicht? Weil sie uns ja wahrscheinlich weiter einsperren wollen. Die Freiheit, die du angesprochen hast in Bezug auf unsere Reichweite, auf unser Leben, ist ja das eine. Das andere ist die Meinungsfreiheit, die immer weiter, zumindest spürbar für uns, unterdrückt wird. Und es ist auch so, dass es die Gesellschaft schon spaltet. Also egal, ob es im Geschäftsleben der Fall ist. Ich meine, wir stehen hier als Edelmetallunternehmen, bekommt man Gegenwind, egal wofür man steht. Ja? Und man hat das Gefühl, die Gesellschaft ist einfach so auseinandergebrochen und so gespalten in allen Bereichen, in den Familien, in den Unternehmen, über die Politik hinweg, dass dieses Zurück
selbst mit einer Impfung, die ja als Allheilmittel in den Medien dargestellt wird, nicht wieder kommen wird. Glaubst du, auch das und vor allem diese Zäsur der Medien ist ein Teil dieses großen Planes, der hier gerade läuft? Oder denkst du, das ist etwas, was ja der Politik auch oft unterstellt wird, die Politik wäre gar nicht in der Lage, solche Pläne umzusetzen, sondern das passiert einfach und die Politik genießt jetzt die Macht, die sie hier einnimmt? Oder glaubst du daran, dass diese Meinungsfreiheit, die uns hier geraubt wird, gezielt passiert? Oder glaubst du, das sind einfach Schritte, die die Politik nutzt, weil sie jetzt eben mehr und mehr Macht übers Volk bekommen kann? Ja, das sind viele Fragen auf einmal. Also erstmal glaube ich, dass die ganze Sache nicht gesteuert ist. Das ist mein persönlicher Eindruck. Wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun, wir haben es hier mit Krankheiten zu tun. Aber was ich glaube, ist, dass die Politik, und zwar nicht nur in Deutschland, das natürlich bewusst und gewollt einsetzt, um ihre brachialen Dinge da durchzusetzen, um uns die Freiheiten zu entziehen, um das Grundgesetz außer Kraft zu setzen. Ich glaube, es wird ausgenutzt, um diese Macht zu zementieren, die sie haben. Und ich meine, totalitäre Regime funktionieren ja immer nach dem gleichen Schema. Ich habe eine große Gefahr und nutze die Medien, um die Menschen über diese große Gefahr zu informieren, die möglicherweise auch tödlich ist und so weiter. Und sage dann, damit wir diese Gefahr abwehren müssen, kommt jetzt das, das, das und das. Und das scheint also ziemlich gut zu funktionieren. Es ist ja jetzt bei der aktuellen Krise eigentlich das gleiche Muster. Hat man aber Diktaturen überall. Es läuft überall aufs Gleiche hinaus. 60% der Leute sagen sofort, muss ja irgendwie stimmen. Das kann man ja gar nicht anzweifeln. 20% der Leute sagen, gehen aber schon ein bisschen weit. Jetzt wollen sie Lockdown bis März. Und 20% sagen, also das geht gar nicht. Davon sind 10% irgendwie sinnlich rebellisch und die anderen 10% sind sehr rebellisch, die würden auch auf die Straße gehen und so weiter. Und das will der Staat verhindern. Also bestraft er da oben die 10%, da gibt es Sperrungen, da gibt es dieses, jenes, sie werden sozial diskreditiert, um den anderen zu zeigen, passt mal auf, wenn ihr hier aufmuckt, dann verliert ihr eure Familie, dann verliert ihr euren Job oder ihr habt auf jeden Fall Schwierigkeiten mit der Karriere und oder ich als Freund trenne mich von euch und so weiter. Diese Drohkulisse, die finde ich nicht nur bedenklich, die finde ich abscheulich. Und es ist tatsächlich so, dass also jeder Einzelne, glaube ich, auch schon Freunde verloren hat, nur weil er bestimmte Dinge kritisiert hat in diesem Regime, in dem wir leben. Also auch Politik kann irren. Das muss man immer wissen. Politik kann auch falsche Dinge machen. Politik muss hinterfragt werden. Politik muss kritisiert werden. Und dazu sind die Medien da. Aber diese Medien machen gar nichts. Und da sehe ich als eigentlich ein bisschen schwarz für die Zukunft. Also glaubst du, es gibt gar keinen Weg zurück aus diesen Mechanismen? Ich denke mal, so ein Gesetz kann man ja wieder rückgängig machen und man könnte ja alles wieder aufheben, alles aufsperren und die Welt läuft Friede, Freude, Eierkuchenmäßig weiter. Wir können in Zukunft wieder in unsere Lieblingsbars, in unsere Lieblingsrestaurants. Denkst du, das wird es so nicht mehr geben, wie wir das kannten bis vor 2 Jahren? Also so schnell jedenfalls nicht. Es wird immer irgendeinen Beweggrund geben, Kontaktsperren einzurichten oder Abstandgeschichten und was da geil was. Und das Schöne ist, wenn diese Krise vorbei ist, kann ich euch versprechen, da kommt schon die nächste. Denn die Politik hat ja jetzt begriffen, wie schön das funktioniert. Es gibt ja nichts Tolleres als eine lebensbedrohende Geschichte, wo der große Politiker uns alle vor schützen möchte. Ich meine, dieser Mechanismus funktioniert da wunderbar. Und das Schlimme ist ja auch, dass es auf der ganzen Welt funktioniert. Das ist ja fast eine globale Diktatur geworden, in der wir leben, in denen es nur noch wenige Hotspots der Freiheit gibt. Und wenn man dann schon Dubai als Hort der Freiheit, was ja auch schon merkwürdig ist, aufgrund anderer Umstände, aber so betrachten muss, ich meine, sie probieren es wenigstens aus. Ja? Und das ist das, was uns hier in Deutschland fehlt. Ich sage ja immer, dass wir haben ja schon Flecken, wo die Inzidenz weit unter 50 ist. Dann könnte man doch da die Lockerungen einführen oder die Freiheiten wieder einführen, um dann zu schauen, wie es zum Beispiel in einer Stadt wie Bremen, das ist, glaube ich, aktuell die Stadt mit der niedrigsten Inzidenz, die liegen wohl so bei 66 aktuell, wo man sagen kann, gut, wir machen jetzt alles auf und schauen, wie es dort weitergeht.
gehen die Zahlen nach oben, sind sie gleich, gehen sie gerne nach unten. Dieses Risiko will die Politik natürlich nicht eingehen, denn sie will natürlich sich nicht eingestehen, dass sie hier einen riesen Fehler gemacht hat und die Menschen in Richtung Diktatur befördert. Denn sie möchte eigentlich nicht, dass die Krise in irgendeiner Weise vorbeigeht. Kann ich jedenfalls nicht sehen. Denn sonst würde ich es testen, sonst würde ich ein Expertenteam nach Dubai schicken. Wahrscheinlich gibt es noch andere Orte auf der Welt. Ich glaube, Florida ist auch offen, USA. Um da zu schauen, wie das Geschehen sich entwickelt. Aber davon lesen wir in der Presse gar nichts. Es gibt so ein schönes Zitat, ein Tag Leben ist wertvoller als ein Berg Gold. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen würden viele ihr Gold tauschen gegen die Freiheit, die wir noch vor kurzem hatten, und erst recht schätzen lernen, was es bedeutet, wenn man machen kann, wonach einem ist. Was würdest du denn neben dem Buch, das natürlich auch diese finanzielle Bildung im Hinblick auf die Aktienmärkte und auch auf das Thema Gold mitgibt, den Menschen raten, damit sie ein Stück weit positiv in die Zukunft blicken können? Weil was bringt dir denn der Reichtum, Michael, ohne die Freiheit zum Leben? Dazu habe ich in dem Buch ein echtes Kapitel gewidmet. Geld ist nicht alles, liebe Freunde. Ich meine, man muss es sportlich sehen. Es ist auch nicht schlecht, wenn man es hat. Aber das Wichtigste ist doch, dass man gesund bleibt, dass man Freunde hat, dass man meinetwegen einen schönen Sonnenuntergang sieht, dass man auch die Dinge sieht, die es gratis gibt, ja, für die man gar nichts zahlen muss. Und merkwürdigerweise oder guterweise sind das gerade die wichtigsten Dinge im Leben. Liebe kann man nicht kaufen, Gesundheit kann man eigentlich auch nicht kaufen, Glück, glückliche Momente mit Freunden und so weiter. Und selbst wenn man an der Börse, und darüber habe ich, wie gesagt, ein oder zwei Kapitel geschrieben, ich kenne auch Leute, die sehr reich sind und sehr unglücklich sind. Geld und Glück haben Gott sei Dank nichts miteinander zu tun. Sie sind völlig unabhängig. Trotzdem kann es nicht schaden, wenn man ein bisschen Geld an der Börse macht. Super, das ist ein tolles Schlusswort. Hat mich wirklich gefreut, dass wir heute wieder die Zeit hatten, miteinander zu sprechen, dass du so engagiert bist. Wir werden auch MM News, dein Nachrichtenportal, das ich sehr gerne lese, unter dem Video verlinken. Ich folge auch eurer Telegram-Gruppe. Auch wir versuchen auf Telegram immer so ein bisschen den alternativen Informationen zu bieten, ohne dass man hier große Angst vor Zensuren hat. Das ist ja so in den ganz großen Silicon Valley Companies gar nicht mehr möglich. Und ich möchte dir das Schlusswort überlassen. Ich bedanke mich schon mal, dass du dir die Zeit für unsere Zuschauer genommen hast. Und ich freue mich, wenn zahlreich auf den Link unter dem Video zu deinem Buch geklickt wird. Ja, darauf freue ich mich auch. Wie gesagt, es ist ein Buch, das ich sehr viel Herzblut reinfließen lassen habe und es auch ein bisschen philosophisch schildert, was an den Finanzmärkten, an der Börse und so weiter vorgeht. Es ist eine kleine Biografie meinerseits beigefügt, wie mein Börsenleben und mein Leben sich entwickelt hat, das ja nun leider im Jahr 2016 eine tragische Wende genommen hat, weil ich Unterarm und das rechte Bein verloren hatte und schwer verletzt in Sri Lanka war, dort quasi mit dem Tod kämpfte und dann sozusagen wieder auferstanden bin. Also das als Beispiel für dunkle Stunden, die jeder im Leben haben kann. Ich rufe den Leuten Mut zu, Zuversicht zu und auch Optimismus. Irgendwie geht es immer nach oben, nicht nur in der Börse, sondern auch im Leben. Schön, schön, schönes Schlusswort und schön, dass du so ein Kämpfer bist und dass du hier mit uns weiter noch versuchst, die Welt ein Stück besser zu machen. Danke dir an dieser Stelle, Michael. Ich sag mal Tschüss und freue mich, wenn unsere Zuschauer die Kanäle auch deinen fleißig abonnieren. Verlinken wir auch unter dem Video. Tschüss, Dankeschön. Tschüss und vielen Dank.